Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5. Heute als Vorbereitung auf die kommende Woche mit einem wunderbaren Fahrzeug, nämlich dem 1982er Porsche 911 Turbo 3.3, quasi der 930er. Wir werden uns heute das Fahrzeug in der Serienversion anschauen und gucken, was er denn so alles kann und was er mit sich bringt. Und wie gesagt, als Vorbereitung nehme ich auf kommende Woche, denn dort haben wir in der Festival-Playlist natürlich den brandneuen Porsche 911 Turbo S der Baureihe 992. Punkt 1, muss man dazu sagen. Ist kein Facelift. Aber das ist okay, weil das Facelift kommt nämlich jetzt erst. Dementsprechend ist der 992.1 noch aktuell und natürlich, wie es sich für einen alten Elfer gehört, die Optik ist geil. Kann man nicht anders sagen. Vor allem diese Laterne hier. Nein. Muss man einfach sagen. Es ist einfach der typisch klassisch alte Stil und es ist halt echt einfach geil. Wobei ich sagen muss, diese Zusatzscheinwerfer hier vorne, kein großer Fan. Aber vom Kofferraum bin ich ein Fan. Denn für Porsche-Verhältnisse finde ich das üppig. An der Stelle. Ja, wir sehen natürlich unseren klassischen 11er von vorne. Wir haben noch viele Einflüsse vom 911 Carrera 2.7 RS, dem ersten, ja, Renn-Porsche für die Straße, wenn man so will. Seitenlinie ist natürlich auch noch sehr inspiriert davon. Wir haben diese typisch klassischen Porsche-Felgen. Das ist wunderbar. Dann sehen wir auf vielen Modellen wieder, wie zum Beispiel bei Sports Classic-Modellen, genauso wie diese, ja, schwarze Wange, ich weiß nicht unbedingt, wie man es nennen möchte. Dann die wunderbar breiten Kotflügel. Sehr geil. Die amerikanische Heckstoßstange, jawohl. Die Gummibumper wollte ich haben. Der Flügel ist auch ganz cool. Naja, ich will nicht an mein Nummernschild, ich will an meinen Motor. Denn hier ist er. Man kann mehr sehen als in heutigen Fahrzeugen, aber auch nicht viel. Wir setzen uns natürlich mal rein. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo Forza aktuell abbiegt, aber da wollte ich nicht hin. Tür zu, bitte. Interieur ist natürlich. Also, wer bei einem 1982er Wagen jetzt Carbon und Alcantara erwartet, der liegt falsch. Schön ist auf jeden Fall das hier: Manual Transmission, handgeschaltet. Und Porsche, machen wir links an. Natürlich werden wir ihn auch fahren. Wie ich schon gerade eben durchblicken habe lassen, haben wir im Spiel ein amerikanisches Modell. Eben erkennbar an den Stoßstangen, beziehungsweise halt auch logischerweise am Meilentacho. Aber das ist ja nur halb so schlimm, denn der Porsche ist immer noch ganz so gut. Eieieiei. Ja, ich wollte ihn mal fahren. Auch ohne den kommenden Porsche Turbo. Aber jetzt bietet sich's doch natürlich an in unserem Porsche Monat. An der Stelle. Hier ist übrigens der Carrera RS 2.7. Sieht man doch an der Haube zum Beispiel oder der Dachlinie, dass da gut Ähnlichkeiten sind. Aber im Gegensatz zum Carrera 2.7 haben wir natürlich ein bisschen andere Specs. Wer hätte es gedacht? Und zwar, wie der Name schon verraten lässt, Turbo 3.3. Porsche hat es ja damals ganz gerne gemacht. Ja, es ist ein 3,3 Liter drin. Wer hätte es raten können? Ein 3,3 Liter Flat 6 Boxermotor, natürlich. Mit Turbos. Namensgebend. Wer hätte es gedacht, dass Porsche den Schritt geht? Wie viel Ladedruck können wir eigentlich ihm geben? 0,71. Das geht. Das Ganze dann hochgebockt auf 300 PS. Das ist für einen 911er die damalige Zeit verdammt viel, denn
Die Dinge haben nicht viel gewogen. Und wir fahren hier den Widowmaker. Ja, das muss man dazu sagen. Also, das ist schon sehr krass. 412 Newtonmeter kommen dann auch noch dazu. Und das Ganze auf ein Gewicht von 1,3 Tonnen. Leute, Leute, Leute. Da sind wir gut zu Hause, würde ich sagen. Widowmaker, das ist auch eine Geschichte, ey. Dadurch, dass die Porsche damals natürlich mit Heckmotor und Heckantrieb hecklastig sein Urgroßvater waren, war das Fahrzeug sehr berüchtigt dazu, unerfahrenen Fahrern durchaus mal aus der Hand zu gleiten und eben mit dem Heck zu kommen, weil natürlich das ganze Gewicht hinten ist, genau wie bei dem, und natürlich haben das weniger eingefangen bekommen, was logisch ist. Und es hat dann auch viele Unfälle, sag ich mal, über die Jahre, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wir so viele Porsche über die Landstraße gepfeffert und alle auch von der Straße geflogen, aber allgemein, es hat zu Überdrehungen geführt und so weiter und so fort. Weil man da wirklich mal gemerkt hat, wie hecklastig diese Porsche sind. Das ist krass. Auch hier in Forza, wenn man mal ein bisschen die Fassung verliert, dann kommt er auch mit dem Hecken ein bisschen. Ist okay. Das muss man einfangen können. Das Ganze gepaart mit einem Viergang-Handschaltgetriebe, wie wir gerade eben schon gemerkt haben, waren wir gerade kurz im vierten. Könnte mehr sein. Hätte auch ein Fünfgang sein können. Bin ich ehrlich. Ist ein bisschen lang. Ja, ist okay. Mit einer 0-100 auf 5,3 Sekunden und einer Topspeed von 260 km/h in 1982 war das mit der schnellste Serienwagen der Zeit. Schnellste Serien-Porsche sowieso. Und dazu der erste Turbo-Porsche. Aber jetzt habe ich es auch mit den NPCs. Erste Turbo-Porsche, der in Serie ging. Das ist schon echt, echt krass. Muss man an der Stelle mal sagen. Der Wagen hat sehr viel angefangen. Was eben auch die Porsche Turbo-Reihe angeht. Und jetzt mittlerweile haben wir schon Carrera-Modelle Turbolader. Was eine Entwicklung an der Stelle. Da hebt er fast ab. Ich muss sagen, es ging eigentlich mit dem Heck. Man kann es verlieren, aber muss nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir natürlich am meisten Spaß macht. Das Tuning. Denn, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wir fahren hier wirklich auf Fahrradreifen. Also leichtes Auto, Turbolader, 300 PS, 412 Newtonmeter. Fahrradreifen mit so viel Gewicht hinten. Seht ihr mal, wie beim Driften das Heck kommt. Das ist krass. Ich muss aber auch sagen, man merkt, dass es ein Turbo ist. Einfach weil er auch leiser ist als die ganzen alten Porsche. Aber logisch, er dreht ja auch nicht so. KF. Upgrades und Tuning. Wir haben natürlich Swap-Motoren. Darunter einen GT3 RS. Und einen 911 GT2. Okay. Können auf Allrad gehen, wie es eben moderne Turbos, also 911 Turbos haben. Machen wir nicht. Und wir können von Single auf Twin Turbo gehen. Die Twin Turbos kamen ja erst später. Nee. Und ja, wir haben den Rauwelt-Begriff Bodykit. Tatsächlich. Ja. Finde ich hinten ein bisschen mau, ehrlicherweise. Vorne und Seite gleichen sich so ein bisschen von der Höhe an und dann hinten ist irgendwie 3 Etagen höher. Ist jetzt nicht mein Lieblings-RWB-Kit, aber okay. Was wirklich das Highlight an dem Auto ist quasi, sind diese Zusatzteile.
Denn einmal haben wir hier eine Art 964 Umbaukit, wenn man so will. Wo wir dann in die Richtung eines 964 kommen. Den wir ja im Spiel nicht so wirklich haben. Einen Serien 964. Und hier finde ich es auch ganz geil, dass wir so eine Art Carrera-Optik wieder haben können. Ist auch nicht alle Tage gesehen. Das heißt, wir können jetzt quasi auch wieder die Turbo-Sachen dran machen und dann haben wir so eine Art 39 Carrera. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Wobei der Flügel vom Turbo natürlich auch cool ist. Genauso wie ein Rennflügel mit dieser 934 RSR-Front. Was auch sehr geil ist, wenn man den hier zum Rennwagen umbauen möchte. Mach eine Jägermeister-Lackierung drauf und du hast hier Nostalgie. An der Stelle. Die Sache ist, ich mache gefühlt immer, wenn ich den Wagen fahre, die 964 Umbaukits drauf. Einfach weil das Runde mit diesem Doppelrohrauspuff und dieser Lichtleiste etwas für sich hat. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich mal in Serienoptik. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. 205 vorne, 225 hinten. Heide Leute, 255 hinten. 235 vorne bitte. Hol die Reifen raus. 300 PS, ich bin hier auf Sportreifen. Warte mal. Was ist das eigentlich für eine Logik? Rennkupplung. Nee, also 7 oder mehr Gänge brauchen wir definitiv nicht. Offroad. Das wäre auch was, ne? Nur kurz, um euch den Einblick zu geben. Hat was. Wir bauen uns einen alten Dakar. Nein. Rennfedern. Entschuldigung. Der ist schon leicht genug. Oh. Er kriegt schon ab der ersten Stufe von überall Käfig rein. Okay. Auspuff. Ich bin Sport bisher am besten. Weil ein Turbo muss nicht schreien. Auch geil ist, wir können aufbauen. 3,4, 3,6, 4. Ich spiele ein bisschen mit den 3,6 Litern im Kopf. Finde ich soweit ganz gut. 380 PS. Oder 400. Mach mal 400. Das ist böse. Wir hätten jetzt natürlich alle möglichen Arten von BBS-Rädern da drauf ziehen können, wie wir wollen. Aber ich bin, glaube ich, einen neuen Turbo, 911 Turbo, noch nie getuned in der Stock-Optik gefahren. Muss ich euch enttäuschen. So, jetzt haben wir hier eine Farbpalette. Die ist jenseits von Gut und Böse. Nämlich indisch-rot. Dann müsste das Cockney-braun sein. Boah, Alter, da gehe ich jetzt. Ach du Scheiße. Das könnte Kaschmir-beige sein. Boah, Alter, bis ich das identifiziert habe, ey. Ist ja geil, ne? Super viele Farben an der Stelle. Weil der hatte echt. Was sind das? 10 Unilacks und 10 Metallic-Lackierungen. Und gefühlt haben wir hier alles. Grand Prix Weiß. Haben wir natürlich ein Silber. Mehrere Schwarztöne. Er hatte drei Schwarztöne. Drei Blautöne. Beziehungsweise eins davon. Und er hat sogar vier Blautöne. Ach du Scheiße, Leute. Irgendwie mag ich die Farbe hier.
Die würde ich auch auf einem modernen sehen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Also so ein 992 mit so einem Lack. Das wäre schon. Das ist schon krass eigentlich. Und raus damit. Okay. Krass. Es gab tatsächlich von Porsche-Seite aus eine Variante des 930, die hatte 30 PS mehr. Das ist diese typische Porsche Werksleistungsgesteigert WLS. Den gab es dann tatsächlich auch mit 330 PS Stock, was schon krass ist, weil Leute trotz dem Widowmaker-Image und allem anderen gesagt haben: Ey, 300 PS sind geil auf Turbo. Aber kriegen wir mehr? Wäre cool. Das haben sie dann auch bekommen im Prinzip. Oh Gott. Dieses typische 911 Fahrverhalten ist halt echt krass. Du spürst beim Fahren und Lenken halt wirklich, wo dein Gewicht sitzt. Oh Gott. Das ist echt krass, wenn ihr den mal fahrt. Ich denke 3,6 Liter Boxer 6-Zylinder Turbo mit 400 PS. Jetzt hoffentlich adäquaten Reifen, ne? Also ich meine vorhin die 215er hinten, die helfen dir nicht. Also gar nicht. Dann noch eine Reifenmischung, die jenseits von Gut und Böse ist hier in Borsa. Hat schon was für sich, auch diese alten Tachos. Natürlich Drehzahl groß in der Mitte. Nebendran Kilometer- und Meilentacho. Beides so ineinander. Sehr, sehr krass. Aber ja, überlegt mal, was ihr aus dem Wagen alles bauen könnt, ne? Und der ist schon seit Horizon. Seit Horizon 2 im Spiel? Der müsste in Horizon 2 dazugekommen sein mit der Porsche Expansion. Und seitdem ist er verfügbar. Gut, ne, am Anfang war es natürlich noch kostenpflichtig, ne? Mit Ruf in Porsche war das ja so eine Sache in Horizon 2 und 3, aber ja, seit Horizon 4 so im Base Game. Müsste eigentlich sein. Ich glaube, im Horizon 3 war es auch noch bezahlt. Gucken wir mal. Reifendruck ist natürlich nicht so dolle. Ach du Heilige. Also, du darfst schon im ersten Gang losfahren, ne? Also. So schnell zu rattern. Die Kurve ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sagt er und sieht das. Der ist hinten aber ganz schön hart, du. Ah, das ist ein Porsche. Da übertreibe ich es nicht so wirklich mit der Bremsbalance. Vor allem nicht bei dem hier. Wenn ich hier bremse und mir kommt das Heck. Nee, 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 nee. Nee, danke. Das ist nicht so dolle. 787, auch interessanter Heli, ehrlicherweise. Rennreifen, 400 PS, wenig Gewicht. Und dann 787.
Der Wagen startet tatsächlich auf der satanistischen Zahl. Gute alte 666. Und dann. Ja, doch, ja, wobei so. Über 220 Ali, ne? Hat was. Jetzt haben wir ein ganz interessantes Feld hier. R6, SLK, Aston Martin, Ferrari. Da kommt so ein Porsche Turbo. Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist übrigens noch nichts bekannt über die kommende Serie. Ich würde auch behaupten, dass, wenn wir wieder drüber reden, auch wir wieder über zwei Serien Bescheid kriegen. Da Playground Games und so weiter, die sich ja gerne ihre ja, Winterferien nehmen, wenn man so will. Und gerne den Forza Monthly im Januar dann auslassen. Durch Weihnachten bedingt und so weiter. Machen die gerne. Ob es diesmal so sein wird, wer weiß. Denke aber schon. Deswegen mal schauen, was da auf uns zukommt. Müsste aber auch demnächst wieder kommen. Also was ich schon mal verraten kann, sehr wahrscheinlich wird die Weihnachtsdeko im Stadion wieder zurückkehren, weil es ist dann auch Weihnachten bald. Wer hätte es gedacht übrigens? Und was Fahrzeuge angeht, werden wir gucken. Mal schauen. Ich weiß nicht ganz, wie sie weitermachen wollen nach der Horizon Track Day. Ob dann jetzt als Kontrast irgendwie Amerika oder Japan kommt. Oder England oder sonstiges. Wer weiß. Sind wir einfach mal gespannt. Weil noch kann niemand was dazu sagen. Und das ist auch okay. Wobei ich sagen muss, es kam schon länger kein DLC mehr, ne? Also kein CarPack. Zu Weihnachten, ja, vielleicht. Ja, Porsche glänzt nicht gerade mit Topspeed, aber mit Leistungsgewicht. Der Ferrari glänzt mit Performance hier. Siebeneinhalbtausend, ach du Heilige, ich drehe ja gar nichts. Overtake vom Ziel. Da hat es der Porsche mal wieder geschafft. Ja, aber jetzt mal eins gemeint. Was kann man aus dem Wagen hier nicht bauen? Du kannst einen 934 RSR bauen. Haben wir ja gesehen. Du kannst einen 964 Replika bauen. Du kannst einen Rauwelt bauen. Du kannst mit dem Offroad-Part was anfangen. Was schon geil ist. Und driften, ich meine, wenn du es vielleicht noch möchtest. Warum auch nicht? Kann ich mir auch gut vorstellen. Klar musst du da ein bisschen gucken, dass du den Heckmotor ausgleichst, aber ich denke, wenn du so ein Bodykit benutzt, hast du auch die Front-Aero, die dir in dem Fall helfen kann. Dementsprechend, warum nicht? Warum denn nicht? Ich finde, der fährt sich gut. Könnt ihr gerne mal ein Spiel ausprobieren, der ist in der Automesse erhältlich, also frei von jeglichen Hürden, könnt ihr euch 20 in die Garage stellen und alles ausprobieren, wenn ihr wollt. Über den Bürgersteig wollte ich eigentlich nicht fahren. Wie klein dieser 39 im Vergleich zu einem Cayenne ist, das hab ich ja noch nie gesehen. Korvette, geh weg. Das
so hart bremsen muss wegen dem Offroader vor dir. Was hat schon was mit dem Porsche hier durch Guanajuato zu fahren, du? Die Tunnel sind da echt krass geil. Aber auch hier wieder interessante Konkurrenz. Ich meine, klar, es ist Straßenszene, aber A-Klasse, F-Type, 718 Cayman, Cayenne, dieser dumme Offroader. Ein Tunnel, der einstürzt, also alles normal. Ein bisschen hart gebremst von mir. Na, kriegen wir den F-Type in die A-Klasse noch, wer weiß. Ich meine, so einen 39er sieht man auch eigentlich gar nicht mehr. Also, ich sehe so, man kann den definitiven Museen sehen, ja. Also fahrend. Und dann noch in einem guten Zustand, plus vielleicht so eine Top-Variante wie eben den Turbo oder so. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Wenn man sowas wirklich hat und fährt, dann hast du wirklich den 80s-Vibe. Beziehungsweise auch 70er Jahre, denn der Wagen wurde schon in den 70ern angefangen zu produzieren. 77, glaube ich, bis 89. Also, da hast du echt einen geilen Vibe. Sehr, sehr geil. Gut. Dann würde ich an der Stelle auch sagen, war es das mit dem Porsche 911 Turbo 3.3, beziehungsweise jetzt 3.6, der 39er. Und dann schauen wir uns im nächsten Video zu Forza Horizon schon den neuen Turbo im Kontrast an und schauen, was sich denn über die Zeit alles verändert hat. Das wird spannend an der Stelle. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.